Zu den wertvollsten Gegenständen in der Küche gehören gute und scharfe Messer. Noch wertvoller, wenn sie auch gut und scharf bleiben. Hier folgen drei Gründe, warum es den Messern und vielleicht auch euch bald nicht mehr so gut geht. Ich bin Kalle, herzlich willkommen zu Kochst du mit Kalle. Eine Spülmaschine erleichtert uns die Reinigungsarbeiten in der Küche ungemein. Aber längst nicht alles gehört in die Spülmaschine. Zum Beispiel scharfe und spitze Messer. Und dafür gibt es drei gravierende Gründe. Erster Grund. Durch die zirkulierenden Wasserstrahlen könnten die Bestecke, also auch die Messer, gegeneinander schlagen. Messer hinlegen, Problem behoben, denkste. Denn schon eilt der zweite Grund herbei. Im Querschnitt unter dem Mikroskop betrachtet, sieht die Klinge oben so aus. Jetzt denken wir mal an die Wasserstrahlen. Die sind so hart eingestellt, dass sie auch verkrustete Speisereste entfernen können. Und jetzt hauen die oben an die scharfe Klinge. Das macht kein Messer lange mit. Irgendwann sieht dein Messer dann nämlich so aus. Wer also statt scharfe Messer lieber eine Sammlung von Sägemessern hat, der benutzt die Spülmaschine, alle anderen lassen das. Und dann gibt es da noch einen dritten Grund. Schau dir mal dieses Bild an. Auf den ersten Blick siehst du nur den Löffel. Aber das scharfe Messer ist auch drin. Wenn du ganz genau hinguckst, dann kannst du es auch erkennen. Die gleiche Konstellation, hier nur von der Seite. Wenn es mal schnell gehen muss, das Licht dämmerig ist oder man mit seinen Sinnen nicht ganz bei der Sache ist, dann kann Folgendes passieren. Autsch! Voll ins Messer gegriffen. Na, so kannst du deine Spülmaschine auch ausrollen. Also, scharfe und spitze Messer zum Reinigen in den Geschirrspüler. Tu dir also lieber den Gefallen und lass das. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.